Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei Planet Crafter mit mir, eurem Sombyra. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Leute. Ja, ich war jetzt bei der alten Basis gewesen und ich habe da 4 Lima-Samen. Das heißt, wir könnten uns 4-mal Grasverteiler bauen. Ich habe noch ein bisschen Eis gefarmt. Warte mal, ein Wasser mache ich mal für mich. Gleich für die Nahrung. So. Müssen mal gucken. Ich kann mir auch den Ding schon bauen, ne? Den hier. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir machen jetzt erstmal den Grasverteiler. Oh, 13 Energie kostet das. Wie viel Energie haben wir denn? Wir haben nur 20 kW. Dann überlege ich ernsthaft, ob ich erstmal, warte mal, 20 kW. Ob wir den hier bauen, ne? Superlegierung. Ich habe Superlegierung gefunden in der Eishöhle. Als ich das Eis geholt habe. So, warte mal. Wir müssen mal gucken. Wo war er jetzt hier? Da. Kobalt, Aluminium. Kobalt, Aluminium, Eisen, glaube ich, ne? Lithium und Magnesium. Passt das? Ah, für einen mindestens. Ich stelle ihn mal ein bisschen weiter weg, weil ich nicht weiß, ob wir die Basis noch ausbauen. Obwohl, ja, man kann es ja auch immer wieder umstellen, ne? Man kann es ja auch immer wieder umstellen. Stellen wir mal 2 hin. Und wir sind bei Kernreaktor. Dann brauchen wir Legierungsstab und 3-mal, ja, das kriege ich noch nicht hin. So, wir brauchen erstmal so ein Energieteil, den Apparello. Da. Eisen, Magnesium, Silizium, Kobalt, Aluminium. Eisen, Silizium, Magnesium, ne? Oder? Magnesium, Silizium, Kobalt. Alter, ich habe kein Kobalt mehr. Ich werde verrückt. Ich hoffe, der hat es schon gecrushed hier. Ja. Alter Falter. Glück, Glück, Glück im Unglück. Aluminium haben wir auch. Ich habe nämlich Bauxit geholt, Leute. Ich war nochmal hier oben an dem, Feuerberg. In Mordor. Ja. Und hab für euch, damit ihr das nicht halt langweilig sehen müsst die ganze Zeit, habe ich halt ein bisschen was getan. Also diese langweiligen Farmarbeiten halt, ne? So, da müssen wir nochmal ein bisschen hinsetzen. Energy. Energy. Aber den Kernreaktor, den kriege ich noch nicht hin. Da fehlt mir echt noch massig Ressourcen. So, geht er wieder? Er geht wieder, ne? Das heißt, wir müssen hier die Ressourcen da mal rausnehmen, sonst, ich glaube, die verfallen. Müssen wir jetzt mal zusehen, wie wir das hinbekommen. Wir brauchen auf alle Fälle einen Lagerraum. Das heißt, wir müssen hier definitiv noch was dran bauen.
dass wir da ein Lageapparat bauen. Ich dann die Schränke reinpack. Eisen, wir brauchen Eisen. So. Was machen wir da uns als erstes rein? Silizium. Machen wir das so wie in der alten Basis. Das war erstmal so eine Doppelkiste machen. Lithium, Magnesium, Titan, Kobalt. Kriegen wir jetzt auch massig. Ah. Ich mach's erstmal so. Ja, wenn man einmal das hat, ne? Ich mach's mal so. Da mach mal Kobalt rein. Und erstmal das Titan. Ich muss die Sachen da erstmal rausholen. Wir sind da ein bisschen unter Zeitdruck. Weil das läuft wirklich voll. Und wir haben ja hier noch ja, eine ganze Ecke. Der bricht die halt und macht da halt die neuen raus, ne? So, Kobalt, Tarn. Machen wir hier nochmal Aluminium mit rein. Ah, da haben wir gut zu tun heute hier in der Folge. Ich hoffe, euch macht das Format noch Spaß. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Däumchen sind Träumchen, ne? Support kein Mord, Leute. So, dann haben wir es ausgepackt. Wenn man nämlich hier noch mit reinpacken, dann machen wir hier wieder Silizium und Magnesium, Sima. Da machen wir Kobalt. Dann brauchen wir noch Schrank für Titan. Würde ich sagen, machen wir hier mal den Titan raus. Titan. Und hier Kobalt. Mein Hund schon wieder am Bellen hier. Machen wir hier Alu? Lass mal Alu. Hier reißt gut. Da ist nix. Na? Bist du ruhig? So, was brauchte ich denn jetzt für den... Obwohl, wir haben so wenig Energie, ne? 37 kW. Bräuchte mal den... den hier. Superlegierung Wasser, Uranstab. Ja... Dann, glaube ich, müssten wir doch noch mal laufen. Und zwar noch mal zurück. Es hilft ja alles nichts. Der Alucard hat mir verraten. Also der Alucard ist jemand, der bei uns im Korb mitspielt, dass wir einen Legierungsspot haben, direkt an der Starterbase. Da, wo der Live-Pod runterkommt, und da düsen wir jetzt mal hin. Und dann gucke ich mal, ob das stimmt. Wenn er mich verarscht hat, dann Hashtag Alutradeln. Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Obwohl ich hätte auch
Ja, doch, ich brauche ja die Legierung. Uran alleine reicht mir ja nicht. Also ich habe so ein bisschen Superlegierung immer abgestaubt hier in diesen Höhlen hier. Aber da waren immer nur so vereinzelt mal einer. Aber jetzt sieht man da halt nichts mehr. Haben wir hier nur noch ein bisschen Eisen, ne? Und wenn wir die Dinger aufsprengen, müssten wir doch Uran bekommen. Oder? Glaube ja. So, ich baue mir mal, ich nehme mal sicherheitshalber was hier mit. Steht da eigentlich dran, ab wann der wegfriert? Schmilzt ab 200 MTI, okay. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Mein Sauerstoff. Das wird knapp. Aber schaffen wir. Ja, zwischen den Folgen vergeht ganz schön Zeit, ne? Also so mal eben so 4, 5 Folgen am Stück durchaufnehmen für die Woche ist gar nicht möglich. Deshalb kommt das Format auch nicht täglich. Aber ich glaube, momentan sind so viele Formate bei mir auf dem Kanal. Wir haben den Solo-Fighter, wir haben die Edenauten-Mod. Jetzt haben wir den Planet Crafter. Wir haben die Streams. Ich glaube, ihr kommt alle gar nicht mehr so hinterher. Obwohl es natürlich auch geil wäre, wenn wir ja Leute hätten, die only, was weiß ich, Planet Crafter sind oder so. Ja, die halt immer dann Zeit haben. Aber es gibt halt auch ganz viele Zuschauer, die halt bei verschiedenen Kanälen gucken und dann gucken die irgendwie 5, 6 Kanäle gleichzeitig und wenn man dann überlegt, dass viele halt fast eine Stunde Folgen machen, du guckst mal 6 Kanäle, dann bist du ja 6000, genau, nee, 6 Stunden dran am Tag, ne? Das ist schon krass, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Natürlich wäre es mir geiler, wenn alle nur bei mir gucken würden, ne? Aber so ist es nun mal. Man will ja auch mal Abwechslung, ne? Man kann sich nicht immer nur den Sombürer reintun. Aber schön wäre es natürlich. So, das 10-fache an Aufrufen wäre cool. Dann hätte ich kein Problem mehr in meinem Leben. Wir haben jetzt so 20.000 Aufrufe. Wenn wir so 200.000 Aufrufe hätten, das wäre schon fett. Das habe ich einmal geschafft. Einmal, da ist so ein Video viral gegangen bei mir. Aber richtig viral. Bringen wir nochmal ein. So. Alucard, wehe, das stimmt nicht. Also da werde ich definitiv nicht reinhüpfen. Was erzählt er mir denn da? Also wenn es da nicht irgendwo runter geht. Eieiei. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo runterkommen. Will er jetzt auch nicht in den Tod hüpfen, ne? Also da komme ich gar nicht mehr hoch. Da brauche ich gar nicht runterhüpfen. Wo wir das jetzt hier rauskommen. Jetzt komme ich nämlich hier nicht raus, oder? Doch. Da habt ihr jetzt aber Schiss gehabt, der Kleine. Eieiei. Ah, wäre ich mal sofort zu der einen Stelle gelaufen, wo ich, hundertprozentig weiß, da war was.
Aber da weiß ich natürlich nicht, ob ich da reinkommen war. Bei uns ist das Eis schon geschmolzen. Können wir hier mal reinlaufen? Mal gucken. Ob wir hier irgendwo was finden. Das fällt mir mal wieder ein. Ich habe die Taschenlampe noch gar nicht, ne? Oha, Leute. Das ist ja mal ein Höhlenkomplex hier. Ich gar nicht weiß, wo ich lande, ne? Oh, wo sind wir denn hier? Warte mal, wir bauen uns erstmal hier eine Basis rein. Dann gucken wir mal, was wir finden. Denn da sehe ich nämlich schon wieder was. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Chips, jawohl. Mikrochip. Was mache ich denn da? Warte mal, 205. Den. Da ist auch noch einer. Da haben wir nur Schrott drin, ne? Superlegierung. Sehr schön. Wenn jetzt noch Superlegierung hier rumliegen würde, wäre das noch geiler. Wir gucken mal, wo wir sind hier. Das sieht auf alle Fälle geil aus. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Unschlüssig. Guck mal, da ist auch schon wieder so ein Ding. Oh, ein Uranstab. Geil. Dann könnten wir uns das erste Kraftwerk bauen, ne? Was leuchtet das denn hier so schön? Leuchtet einfach nur schön. Okay. Gedacht, da ist irgendwie was Schönes zu sehen. Mal gucken, wo wir landen. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus auf der Map. Also ein bisschen. Vielleicht kann man sich ja gut orientieren. Oh, ein 400er. Den muss ich unbedingt mitnehmen. Ein 400er. Ich wollte gerade schon das Titan rauswerfen. Oh, da ist auch noch was. Also hier müssen wir definitiv noch mal rein. Ah, das Inventar ist einfach zu klein, Leute. Da ist Superlegierung. Ich werde verrückt. und hier ist Uraninit. Alter, Leute, guckt euch das mal an. Und ich, nee, ich darf nichts sehen. Ich muss nach Hause. Ich muss irgendwie nach Hause. Boah, geil. Und ich brauche unbedingt das Jetpack, ey. Komm gerade ein bisschen schleppend voran, ne? Wir brauchen Materialien, wir müssen mal, ich muss noch irgendwie ein bisschen mehr Progress machen. Wow, ist das hier eine Zuhöhle? Komme ich hier gar nicht raus? Sieht so aus.
Okay, Killer Bunny. No problem. Eieiei. Eieiei. Gut, dass wir das Ding unterwegs mit haben, ne? Boah. Also. Ja, und wir sind aber auch wie so eine Schnecke unterwegs. Das ist schon nicht mehr schön. Wo müssen wir denn lang? Wo kann's denn lang gehen? Ich finde es immer wieder lustig, man bekommt diesmal gar nichts von der Geschichte so wirklich mit, ne? Sonst hat man immer von den anderen Terraformern erfahren, die auf dem Planeten, also den Planeten schon terraformen sollten. Aber jetzt irgendwie gar nichts. Alter, wo bin ich denn? Alter, Falter, wo bin ich? Da ist... Das sagt mir was hier. Das, so einen habe ich gestern auch gesehen. Da ist wahrscheinlich jetzt auch noch voll geile Stuff drin und ich krieg's nicht auf. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Also, muss ich mir gleich unbedingt merken, wo das war. Eieiei. Ich will gar nicht reingucken. Oh, wir haben Zeolit, Leute. Oh, warte mal rein. Mitnehmen. Wir haben schon Zeolit. Was? Wieso habe ich denn schon Zeolit? Ah, hier unten sind wir. Ah. Hier wollte ich mit euch auch noch hinlaufen. Guck mal, und hier unten haben wir noch Dolomit. Eieieiei. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wahnsinn. Also das war jetzt mal, also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gehabt, ey. In der Höhle, das war schon krass. Eieiei, aber das ist echt das krass, ne? Wie weit das ist. Aber, was haben wir nicht bekommen? Das, was wir haben wollten, ne? Na gut, ein bisschen haben wir. Drei. Drei haben wir bekommen. Besser als nix. So. Na, schaffe ich das bis zum nächsten Lebenspot, jo. Schaffe ich das, schaffe ich das. So, hoppi, 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 hopp, galoppi. Hoppi, 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 galoppi. Sehr gut. Eieiei. Also, Leute, wenn wir dann demnächst da sind, wenn... Ach, ich brauche ein Jetpack, ey. Ich brauche das Jetpack. Wir müssen jetzt... Also wir kriegen ja... Wir haben ja jetzt Ressourcen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt mit den Ressourcen den Progress nach oben bringen, damit wir die... Damit wir Jetpack und sowas alles bekommen.
Eieiei. Das muss jetzt, das ist das Must-Have. Und dann kann ich nämlich da in die Höhle rein. Wir müssen da nämlich nach unten, passt mal auf, ich zeige das mal. Obwohl, da kommen wir noch gar nicht hoch. Da muss ich einen Umweg rennen. Also hier, da unten, war gestern dann so eine Spalte, also so eine Gewächsranke. Und dann kommst du da halt nach oben und dann kannst du hier hinten in die Höhlen rein. Und da hatten wir Superlegierung, Zeolit gefunden. Gut, man könnte Superlegierung auch umcraften, ne? Aber boah, da brauchst du eine Tonne an Materialien. Da brauchst du wirklich eine Tonne. Warte mal, ich lerne erstmal die Bauchips. Mal gucken, was wir haben. Kompass, sehr geil. Und was noch? Recyclingmaschine, nicht so geil. So. Dann. Das. Den. Pack mal den da mal rein und den mit rein. Ah, wir müssen was essen, ne? Schon wieder fertig? Nein. So. Apropos, wir waren jetzt lange unterwegs. Mal gucken. Wassersammler voll. Voll. Den müssen wir jetzt auch regelmäßig ausleeren. So, boah. Ja. Dann können wir uns, warte mal, ich habe den einen Uranstab doch gerade irgendwo reingepackt, ne? Uranstab, Superlegierung und zwei Wasser. Dann bauen wir uns das Atomkraftwerk. Warte mal, ich brauche nochmal Eisen. Natürlich die Sache, wo bauen wir den dran? Ich stell ihn erstmal hier hin. Wie gesagt, man kann ihn ja hinterher noch umstellen. So. Leute, wir haben Atomkraft. Das heißt, wir haben jetzt 124 Kilowatt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann können wir die Grasdinger bauen, ne? Dann nehmen wir mal ein paar Wasser raus. Wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Magnesium, Aluminium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir mal. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Und die Lima-Samen. Mal hier mal ein paar Streuer noch hinsetzen. Einfach hier mal so ein bisschen, damit hier so ein bisschen schön ist. Dann sollte es auch mit dem Terraforming-Index ein bisschen besser werden. Einmal können wir noch, zweimal sogar noch. Noch ein bisschen Wasser, ne? Könnten wir ja hier nochmal einen hinstellen. Und hier noch einen. Dann haben wir die alle schön.
in Reihe und Glied. Warte mal. Ja, genau, das war's dann. Jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier nicht voll läuft. Haben wir auch wieder Ressourcen, ne? Bis mal auf, dann machen wir das so. Dann machen wir Titan rein. So. Ah, sieht doch gut aus. 100 Wachstum. Müssen wir gleich wieder ausernten. Damit wir immer genug Essen haben. Kann ich denn schon... Beweglichkeitsstiefel, Superlegierung 2 und Stoff. Warte mal. Habe ich nicht noch die 2 Legierungen? Einmal. Habe ich die dann jetzt reingelegt? Habe ich gar nicht mehr, ne? Ah, da müssen wir mal eben gucken, was wir für Superlegierung brauchen. Kobalt, Eisen, Magnesium, Silizium, Titan, also alles. Und Alu. Mit gute, teure Alu. So, aber Stoff habe ich glaube ich nicht hier, ne? Doch. Dann bauen wir uns mal die Beweglichkeitsstiefeln. 2. Reisegeschwindigkeit plus 30, das ist gut. Rucksack. Ja, mehr geht glaube ich gar nicht, ne? 3, 3. Ne, mehr kriegen wir nicht hin. So, wie sieht's aus? Wir haben flüssiges Wasser, Leute. Das heißt, als nächstes kommen die Seen. Das ist gut. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Da war nichts mehr drin, da wird nichts mehr kommen, aber hier glaube ich ist noch was drin, ne? Ja. Das heißt, wir haben auch schon wieder kein Bauxit, ey. Aber wir haben ein bisschen Aluminium, das ist gut. Langsam wird's ja hier. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Träumchen ist ein Träumchen. Support kein Mord. Gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Und dann macht das gut. Und vielen Dank auch nochmal an meine Kanalmitglieder. Macht's gut. Ciao, ciao.